Previously on Spieleabend TV. Mich fickt's jetzt. Glaube ich. Ja, gut, ich bin fertig. Egal was du machst, du musst zahlen. Wieso? Ja, okay. Außer auf der leeren Flasche. Wenn ich eine 11 würfel, in welchem Gefängnis? Also, das Beste, was du machen kannst, 12 oder 3. Nee, 1 geht nicht. 1 geht nicht. Achso, ja, geht nicht. 3 ja. Oder 11 oder 12. Es ist die 4 und es war vorbei. Scheiße, 1050 bekomme ich. Warte, 1050. Scheiße, Alter. Das habe ich nicht mehr. Draconia und deine Kohle. Meine ganze Kohle, dann bin ich, dann bin ich die 300. Vorbei. Dann hast du eine Runde noch zum Überleben. Ja. Draconia und deine 50er, komm, das ist mega fair. Meine ganzen 50er, 3 50er, dann mach ich's. 4 50er, das ist mega fair. Das ist mehr als fair. Das ist aber nicht fair gegenüber uns. Das ist wohl wahr, ja. Aber mit euch habe ich auch nicht. Und das, meine Damen und Herren, war mein Joker. Scheiße, Mann, jetzt habe ich keinen Joker mehr. Ich bin mehr oder weniger jetzt auch was, also 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naja, ein bisschen kriege ich jetzt was. Und das ist jetzt wieder der Vulkan, das sind 52 wieder. Ne, Quatsch, doch 52. Hä? Das habe ich sogar noch. Das sah noch weniger aus, als es war. Ja. So, wo bin ich? Da ist noch nichts drauf gebaut, das ist ja noch human. Aber ja, Gott sei Dank. Ich meine, ich habe jetzt noch ganze 42 Rubel. Oh, das ist gut. Das ist gut. Ach, scheiße. Das ist richtig. Ja, das ist böse, dass hier, seit du hier was stehen hast, geht hier nichts. Na, ja. Auch ein bisschen. Und ab jetzt würde ich ganz gerne nur noch 10er würfeln. Aber immer das passt. So, 10. 10, sehr schön. 52 waren das, gell? Mhm. Guck, da hast du schon deinen einen, den du mir nicht geben wolltest. Den hätte ich aber nochmal extra gehabt, das weißt du. Tja, naja. Immer ja, ich irgendwas. Ich brauche auch ein bisschen Geld. Ja, Geld habe ich nicht so. Um noch mehr Hotels gerade zu kaufen oder was? Also ich meine, egal was, ich habe auch eine Schatztruhe oder auf die leere Flasche. Mann. Oder auf los. Sonst kann ich einfach auf Philips Feld oder ich komme ins Gefängnis wieder, darf ich gerade nochmal anfangen. Naja, 10. Komm, danke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naja, gut. Gefängnis. Rücken Sie vor auf die Schloss. Quatsch. Ja. Ja, Mann. Ihr dürft zahlen. Ja. Oh, okay. 4 Schwerterquests. Jeder Spieler zahlt Ihnen 10. Oh. Dankeschön. Jetzt habe ich nur noch 2. Ich könnte auch. Ich könnte so richtige Death Traps überall. Ich könnte ja auch mal was erfinden. Jeder Spieler zahlt Ihnen 100. Ja, ich habe halt den Scheiß jetzt direkt vor mir. Aber ich kenne ja die Monopoly-Karten, die sind ja ziemlich daran angelehnt. Bei 50 hätte ich dir sogar, glaube ich, abgenommen. Geht's bestimmt auch, oder? Wow, so. Wie kann man so viel Lack haben? Krass. Und ich habe eben noch gesagt, ich habe nur 3 Möglichkeiten zu überleben. Krass. Frage, wann ist der nächste Wurf eine 3 ist? Wenn er rausfliegt, wann passiert das? Wenn er kein Geld mehr hat oder... Wenn er sich auch nicht mehr weghandeln kann damit, also sobald er... Er kann natürlich auch sagen, ich will jetzt bankrott sein. Hi! Oh Mann, ja, hi. Todesberg, 200. Ja gut, das geht ja noch. Das habe ich noch. Du kannst auch sagen, weißt, wenn er dann kommt mit, ja, ich gebe dir die in die Straßen und du sagst nein, dann ist er auch draußen. Also du kannst das... Je nachdem, ob man sich einig wird oder nicht. Ja. Wenn man sich nicht einig werden kann, dann ist es total. Das ist eben richtig lucky gewesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, das sind dann 175. Hm, auch nicht schlecht. Siehst du, ein bisschen Geld brauche ich nämlich schon. So, dann bist du dran. Komm ich jetzt endlich mal wieder los drüber. Das ist auch nice. Ach du Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, so. Also, ich krieg noch 50 von denen. Komm, leg mich doch einfach runter. Ich finde es immer gut, wie sich die Laune mir gegenüber immer so verändert. Das im Verlauf des Spiels, ja. 10. Ja. 2, 4, 6, 8. 10. Jetzt kannst du dich aber echt gut durchmogeln. Mhm. Ich habe immer noch so scheiß viel vor mir.
Ja, das Problem ist, guck mal, was da wieder kommt. 9. Diese Ecke hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hey, ich bin da vorbei. Das ist 110. Ja, das ist okay. Ja, also ich... ja, ich krieg dann noch 40. Hab ich nicht. Wechsel mal an der Bank, bitte. Das brauchst du. Ah ja, genau, dann gibst du mir 15er. Mhm. Oha! Ein bisschen Geld. Ja, die Runde ist jetzt wieder gut für dich. So. Bisher. Und ja. Du hast jetzt halbwegs gerappelt. Ja. Ja. Wieder. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich krieg 200. Und hab mal wieder das Glück, nicht das Zeug weg. 1, 2, 3, 4, 5. 12 waren das, gell? Ja. Das hätte sich theoretisch gelohnt. Hätte ich es früher bekommen, ja. Die Dinger, dass ja. Ich da was bauen hätte können. Ja. Das sind 3, ja? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Sie werden in der Ritterschule ausgebildet. Zahlt sie 25 für jeden Dekospross. 2, 4, 6. 50. 150. Nee. Das ist ja noch ja, okay. Das, aber das ausgerechnet du, ey, jetzt auch noch die andere kriegst. Die Zahlung kriegst du. So, 150 hast du gesagt, mhm. Ja. Bank oder Mitte? Eigentlich Bank, weil wir gesagt haben, ja nur die Steuern in die Mitte. Mhm. Okay. Ah, ich hab nochmal. Ja. Super, ja. 10. Oh, scheiße, Mann. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ja, geil. Und noch mal Zahlung. Sie bezwingen Majoras Maske, ziehen sie 25 als Belohnung ein. Nur so viel für das? Für die Welt retten? 25? Alter! Worth it. Du hast die Welt gerettet! Ja, kauf dir ein Eis. Ja, genau. Hast du gut gemacht. Da hast du einen Lutscher. Ja, ja, so kommt's mir vor. Ey. 7, 2, 4, 6. Du mogelst dich da echt Mist. Durch? Das ist Mist. Der Wahnsinn. Der hat gerade echt gutes Wirken. Ja. Sie kaufen eine Maske, um ihr Abenteuer vorzuzählen, dann zahlen sie Hunden. Alter. Ja, geht doch. Ich hab sie besiegt und du kriegst sie. Kauf dir doch eine Maske. Wie sieht die aus? Warte mal. Ah, halt. Ja. Hab ich nicht gesehen. Irgendwas Grünes, aber egal. Und selbst wenn, ich meine, man kann es eh nicht selber bestimmen, wann man eine Karte zieht. Na, jetzt eine Goron-Maske. Goron-Maske, ja. Sehen, wo bin ich denn? Was riskiere ich jetzt? Das ist egal, ob ich hier oder da hinkomme. Ja. Alles in der Mitte ist rüber. Alles tot. Wobei die Ecke am schlimmsten hier ist. Wie viel letzt? Ich kaufe 3 Häuser. 3 Häuser? Moment. Da unten wird es jetzt auch langsam echt pricey. Ja. Also komm schon, bitte Gefängnis. Ich will jetzt Gefängnis. Das will, glaube ich, gerade jeder von uns. So, was kosten die Zitadelle? Die kostet halt mal jetzt mehr als meine Straßen da oben. Ja, das meine ich ja. Mit 3.400. Was? 3.000? 1.400. Ich dachte gerade, hey. Das wird jetzt heftig da unten. Ja. Und da immerhin noch 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verdammt. 200. Verdammt. Warum wird knapp dran vorbei, ey? Naja, jetzt wird es wieder eklig für mich. Was muss ich haben? 3, 5... Oder 8 und mehr. Scheiße. Und zum besten 8 oder mehr. Ja, das kann ich jetzt echt. Zumindest, dass ich es nicht zerstört mich jetzt wahrscheinlich. 8. 8. Scheiße. Halt, 3. Wo war ich jetzt? Warte, ich stand hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 200. 200. Ja, aber ich bin trotzdem dran vorbeigekommen. Du hast praktisch Risiko gemacht da oben. Jetzt hast du nämlich. Ich hätte mir ein mehr Häuschen kaufen können. Ja. Aber vielleicht würfel ich eine 2. Ich muss auch oben drüber, sonst. Ist das nicht so. 2, 4. Und tschüss. Wie viel? Zu viel. Es sind 1100. 1050. Ach so. Nope. Kann ich nicht. Ich bin raus. Wie viel kriegst du für deine Häuser? Die musst du ja auch noch bedenken. Du könntest doch sagen, hier, warte mal, das sind 100, 300, 450. Und wenn du das alles umdrehst. Ja, aber das ist eigentlich nur rauszögern vom. Unabwendbaren, weil egal wo man hinkommt, egal, solange du unter 1500 hast, bist du eigentlich am Arsch.
dann... Er will jetzt die Straßen. Ja... Boah, komm schon, das ist doch nicht dein Ernst. Nein, ist es nicht. Okay. Du gehst raus, die Straßen landen in der Bank, aber ich krieg alle Kohle, die du hast. Weil sonst ist es ja unfair. Sonst ja, ich muss die Miete zahlen. Ich muss die Miete zahlen. Ja, du musst zahlen, was du... Und die Häuser musst du aber auch verkaufen. Ja. Also dann sind es nochmal 450. 450, ja, und selbst dann würde ich nicht hinkommen. Ja. Weil ich habe hier 100, 200, 300, 400, 850... Ja, aber ich komme nicht mal annähernd. Also Miete zahlen, soweit du kannst, musst trotzdem. Ja. Das sind 450 nochmal für die Häuser. Und da die Kohle. Und die sind jetzt wieder kaufbar. Lohnt sich überhaupt noch weiterzuspielen? Ich meine, er ist komplett bankrott. Was soll er jetzt noch machen? Er hat nichts mehr. Ja, er ist draußen. Das war jetzt nicht. Der dann hat ist sich jetzt, dann ist jetzt auch der vorbei. Ist jetzt raus. Ja, wenn einer braucht. Also ich spiele es nicht zu dritt weiter. Ist okay, ja, ist alles halt klar. Nicht alles so toll, wenn halt er einer zugucken muss, finde ich jetzt. Also ich würde es auch begrüßen, ja, wenn ich rausfliege und ich muss nicht zugucken oder so. Ja. Ja, nee, also das ist. Jetzt wird eigentlich unter euch drei entschieden, was an Geld also, und. Geldtechnisch müsst ihr eigentlich eher am meisten haben. Plus ja, Besitztümer, sorry, aber. Ja, das ist ziemlich eindeutig. 1, 2, 3. Gut. Ja, würde ich auch so sagen. Was? Er hat dann den ersten Platz sozusagen, ja, an Wert von allem Geld und Besitz. Dann dürfte Thorsten eigentlich kommen. Das weiß ich jetzt zwar nicht, wie viel wir haben. Ja, aber gut, kann schon also sein. Ich meine... Er hat mehr Geld als ich, definitiv. Ja, das Geld und dann Häuser plus werden. Diese Häuser. Also schon mal 1000 die Häuser. Ach so, ja stimmt, das ist ja auch noch mega. Ja. Also das sind jeweils 200, also 200, 400, 600. Dann habe ich noch 800, ja, und ein paar zerquetschte. Nee, dann ist Torschen zweiter. Ich habe die vier ziemlich sicher und du dritter und ich bin Verlierer. Cool. Du bist Verlierer, also, your job. Table flipping. Rage. Table flipping. So, war auf jeden Fall ein lustiges Spiel. Also wie gesagt, ganz normales Monopoly halt mit Zelda-Thema, ohne irgendwie groß was zu verändern eigentlich. Ja. Mit seltsamen Dekosprossen. Das ist ein Dekobaum. Ja? Ein Baum. Ein Baum. Das Einzige, was ich cool finde, ist halt die Figuren. Die sind halt auch gegossen, glaube ich, oder? So, Ja, die Figuren, ja, sind tatsächlich. Wahrscheinlich, ja. Also das ja ist wahrscheinlich das... können nochmal hier alles... Haben sie sich zumindest mit. Und zusammen... Die Schleuder, den Bogen, die Enterhaken, Schild. Das Triforce. Und noch irgendwas. Genau, hier. Boomerang. The Boomerang. Nächstes Mal nehme ich den Boomerang nicht, weil der so blöd auf dem Boden liegt. Das ist ein bisschen blöd zum Greifen. Aber den kannst du schön zahlen. Ja. Was wir ganz rausgefunden haben, ist, was dieser rote Würfel ist. Also es war ein roter Würfel dabei mit einem Monopoly-Männchen drauf und einem Bus. Und noch irgendwas drittes? Also wenn irgendjemand von euch weiß, was dieser Würfel ist, bitte. Ja, das erklärt es uns. Ja. Also in der Anleitung stand nichts drüber drin. Haben wir schon komplett durchgeguckt, da steht nichts über den roten Würfel. Da steht sogar dran, vorhanden, zwei Würfel. Ja, also... Naja gut, dann ist halt als Bonus, cool. Ja. Und wenn ihr beim Gucken rausgefunden habt, dass ich beschissen habe, schreibt es nicht in die Kommentare. Gut, ja. So, dann bedanke ich mich fürs Zugucken und bedanken wir uns fürs Zugucken und man sieht sich ja hoffentlich in den nächsten Spielchen wieder, bei den nächsten Spielen. Ja, also dann. Ja. Ciao. Ciao. Ciao.